Ja, moin, liebe Borussen. Super, dass ihr auf dem Mittwoch wieder dabei seid. Gestern habe ich mir eine Pause gegönnt am Deadline-Day. War eh nicht viel zu berichten. No Deal für Borussia in dem Fall. Ich denke, die Deals werden im Sommer geschlossen. Lasst gerne heute wie immer ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und für alle, die bestellt haben, gestern sind die Pakete rausgegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Ist natürlich auch noch was im Lager, wenn ihr noch was braucht. Link ist unten drin zum Buschis Borussia-Shop, buschiborussia.de. Und Versand ab 2 Teilen mit dem Rabattcode Buschi umsonst. Buschi gönnt natürlich auch. Und jetzt starten wir rein. Deadline Day ist vorbei. Ich bin froh, dass das hin und her rum ist. Wirkus hat aber noch ein sehr, sehr gutes Interview bei Sky gegeben. Hat sich nochmal zu allen Themen bezogen. Füllkrug bleibt ein Thema bei Borussia. Hat das nicht ausgeschlossen. Wirkus findet den, glaube ich, sehr, sehr gut. Hat in der Jugend auch schon mal mit dem zusammengearbeitet. Hat auch nochmal zu Benze Baini und Thuram gesagt, dass man die Jungs versucht, auf jeden Fall zu behalten. Das wird aber nichts. Also aus meiner Sicht gehen die Ablöse frei. Aber da wurden die Fehler halt vorher gemacht. Ne? Und im Sommer wird es den großen Umbruch geben, weil, wenn du mal guckst, ich glaube, Benze Baini und Thuram wird gehen. Auch ein Stindl, worauf ich nachher nochmal eingehen werde, wird, glaube ich, nicht verlängern und zum KSC gehen. Dann wirst du Abgänge haben, wie zum Beispiel Leiner oder Friedrich, beziehungsweise nicht Abgänge haben, sondern die halt aktuell wahrscheinlich unzufrieden sind, Leiner und Friedrich, wo es mögliche Abgänge gibt. Und Neuhaus und Wolf, deren Verträge bis 2024 nur laufen, da musst du auch eine Entscheidung treffen. Du darfst nie wieder mit so viel auslaufenden Verträgen von Qualitätsspielern in die Saison gehen wie dieses Jahr. Und die Fehler wurden halt vorher gemacht. Ne? Und da will ich Roland Wirkus gar keinen Fehler ankreiden. Und bevor ich jetzt mein Plädoyer halte, ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit Roland Wirkus, aber manchmal finde ich so Kritik unangebracht. Ich kann sie auch nicht verstehen. Aber ich muss mich gar nicht zu Roland Wirkus bekennen, aber ich finde, der macht wirklich gute Arbeit. Das Fehler fing mit dem Hütter-Fiasko an. Du gibst 7,5 Millionen für einen Trainer aus, wird innerhalb der Saison entlassen, weil es einfach nicht gepasst hat. So, dann musst du Abfindung zahlen, hast du 12,5 Millionen schon mal in Sand gesetzt innerhalb von einer Saison, was ein Topspieler ist. Zakaria und Ginter hast du unter Marktwert bzw. ablösefrei abgegeben, wäre noch ein Topspieler gewesen. Das Rose-Desaster am Ende, du spielst eine gute Saison, der geht nach Dortmund, dann muss er sofort entlassen werden, wo das rausgekommen ist, macht er nicht, verpasst Europa und dann geht Max Eberl in eine Saison, wo gefühlt die Hälfte der Kader einen auslaufenden Vertrag hat, beziehungsweise verlängert die nicht und dann steht Roland Wirkus im Sommer da, die Jungs haben nur noch ein Jahr Vertrag, wollen ihn auslaufen lassen, kannst keine Ablöse generieren und dafür hat er mit Player noch einen guten Deal gemacht, mit Hofer noch einen guten Deal gemacht, hat Sommer für mich adäquat ersetzt mit Omlin. Klar, viele hätten sich gewünscht, Olschowski im Tor, aber das vergossene Milch. Für mich ist Omlin Topkeeper, macht bis jetzt einen super Eindruck, passt auch in unser Team. Ich finde auch gut, dass wir einen großen Keeper mal haben. Und Roland Wirkus trifft da aus meiner Sicht, ich bin ehrlich, eigentlich keine Schuld. Der macht aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job. Und einen Spieler zu kaufen, um einen Spieler jetzt zu kaufen, der Stürmer hätten wir uns alle gewünscht, ganz klar bei Borussia. Aber es muss dann auch einer mit Qualität kommen. Und wenn es einfach nicht möglich ist, dann ging das nicht. Ne? Wie gesagt, im Sommer, ich glaube da an einen großen Umbruch. Schreibt mal rein, ob ihr im Sommer an einen großen Umbruch glaubt. Ich schon. Und klar, Farke hat es auch betont. Farke hätte noch ein paar Ideen gehabt. Hat OneFootball gemeldet, beziehungsweise über die Seite bei OneFootball. Und OneFootball ist eine sehr, sehr geile App. Könnt ihr euch kostenlos downloaden. Link ist unten drin. Personalisierte Borussia-News, Pay-Per-View-Angebote, zweite Bundesliga auf Sky, dritte Bundesliga auf Magenta Sport. Schaut da gerne mal rein. Ich kann es beurteilen, hab da mal gearbeitet. Gute Bude und die App ist auch super. Und Farke hätte Ideen gehabt. Ob da Füllkrug eine Idee bei gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Füllkrug, ich bleibe dabei, würde uns vom Typ her gut tun. Und Wirkus hat es auch schon mal anklingen lassen, wir brauchen neue Charaktere. Wir haben das Problem, dass wir gegen bissige Mannschaften oftmals nicht gut aussehen. Und Füllkrug ist halt einer, der Biss hat, der Kampf hat, der in Zweikämpfe reingeht, der steht für gewisse Werte. Und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, mit einem Kader, mit einem Julian Weigel, einem Füllkrug, das absolute Kämpfer sind hinten in Itakura, dann hast du schon eine Achse, ne, von Spielern, die richtig bissig sind. Und ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Klar, Verletzungsanfälligkeit von Füllkrug ist bekannt, das Alter ist bekannt, die Ablöse ist bekannt, 10+. Schreibt gerne noch mal rein, wie ihr einen Füllkrug-Transfer finden würdet. Ich könnte das nachvollziehen, dass man sowas macht, auch da wir vielleicht finanziell ins Risiko geht, aber so einen Typen wie Füllkrug bei Gladbach könnte ich mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen. Der ist auch spielerisch gut, der kann auch was am Ball, also ist jetzt kein
Mittelstürmer, klar, schon Mittelstürmer, aber nicht einer, der nur stur vorne drin steht und darum einen spielerisch starken wie ein Player. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und das Thema eben hatten wir ja schon, ne? Thuram und Benzebaini. Gladbach hat wohl auch für über 5 Millionen Gehalt geboten, Thuram. Ja, sein Vater ist ja sein Berater, Lilian Thuram, den ich über alles schätze. Hat Wirkus das Angebot abgeschickt, von ihm kam Dankeschön, nichts weiter. Also tut mir leid, aber der Junge wird ablösefrei gehen. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei und holt sich die Torjägerkanone. Ich glaube, das würde auch bedeuten, dass wir relativ viele Punkte noch in der Rückrunde holen. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir mehr Punkte in der Rückrunde holen als in der Hinrunde. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rausspringt. Wichtig wird jetzt sein, gegen Schalke zu siegen und gegen Hertha auf jeden Fall was zu holen und dann mit breiter Brust ins Spiel gegen Bayern München gehen, im heimischen Stadion. Die sind im Moment auch nicht gut drauf. Und wir wissen alle, dass wir an einem guten Tag alle schlagen können. Und dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ne? Ja, 5 Mille alle abgelehnt, ist dann so. Gladbach live berichtet, Gladbach hakt 52 Millionen Euro ab. Ich weiß nicht, also die Diskussion um 52 Millionen Euro, Benzebaini und Thuram, ich finde das... kannst du nicht ändern. So, wenn die Jungs sagen, die bleiben, dann läuft der Vertrag aus. Und wenn du kein Angebot hast, kannst du den nicht verkaufen. Oder wenn die Jungs sagen, nee, ich will aber zu dem Verein nicht, machst du nichts. Dann gehen die und kassieren das Handgeld im Sommer. Müssen wir jetzt mit leben, müssen die Jungs weiter unterstützen bis zum letzten Spieltag und dann holen wir halt die Punkte. Aber das kannst du als Verein nicht ändern. Ich glaube auch, wenn 15 Millionen für Benzebaini oder 10 Millionen reingekommen wären, hättest du gesagt, komm, Luca Netz, dein Platz jetzt, deine Show. Aber es nützt dir nichts. Also es ist vergossene Milch. Ich glaube nicht, dass Roland Wirkus es abgehakt hat. Er muss sich ja auch öffentlich so äußern. Was soll er sagen? Ja, die Jungs gehen im Sommer. Kann er ja auch nicht machen. Ne? Und im Sommer wird der Umbruch kommen. Einer, der dabei vielleicht eine Rolle spielt, berichtet Fußball-News für Einnahmen. Erwedi hat noch einen längerfristigen Vertrag. Da könntest du natürlich eine Ablöse generieren. Jordan Bayer zurückholen. Hättest quasi vielleicht einen 1:1-Ersatz. Ja, ich bin ein riesen Erwedi-Fan. Ich würde einen Verkauf nie befürworten, aber was haltet ihr von der Idee Erwedi für Bayern im Austausch? Kassierst dafür eine Ablöse für Erwedi? Interessanter Gedankengang, aber Erwedi-Abgang tue ich mich sehr, sehr schwer. Tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und wir haben natürlich auch noch Friedrich, wo es kurz gestern mal aufkam, dass er eventuell zu Hertha ging. Hat er wohl aber direkt abgelehnt. Also ich glaube, wir brauchen auch einen Friedrich, obwohl Janschke jetzt eingewechselt wurde und Friedrich nicht. Glaube ich aber, dass du den Innenverteidiger noch diese Saison brauchen wirst. Und sein Derby-Tor natürlich auch unvergessen ist. Bleibt spannend. Also wenn Friedrich keine Rolle in der Rückrunde spielt, steht da wahrscheinlich auch ein Abgang im Sommer an, weil ich glaube, Friedrich möchte auch spielen. Ne? Schwierige Situation für Friedrich auf jeden Fall. Und wo sich auch ein Abschied andeutet, ist leider von unserem Capitano. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern wohl, dass er im Sommer zum KSC zurückgeht. Das wäre für uns natürlich extrem schade, weil er bei so einem Aufbau einer neuen Mannschaft helfen könnte. Ja, es wäre schade, weil er seine Leistung gegen Hoffenheim natürlich wieder mehr als bestätigt hat. Ich glaube, er wird auch die nächsten Spiele spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass für Player eng wird erstmal in der Startelf. Und ja, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr an Kaderumbruch im Sommer glaubt. Ich glaube, es wird einer kommen, weil Benzebaini und Thuram und wahrscheinlich Stindl auf jeden Fall gehen. Und dann hast du ein paar unzufriedene Spieler. Du hast ein paar Spieler, wo die Verträge auslaufen. Dann 2024. Das musst du alles geregelt bekommen. Und ich vertraue da Roland Wirkus zu 100%, dass er die Deals und No-Deals richtig einschätzt und unsere Borussia da auf dem richtigen Weg bringt. Und das war's für heute. Morgen bin ich im Livestream, da könnt ihr mich alles fragen zu Borussia. Ich will zum Fanclub Auskunft geben, meine Einschätzung abgeben. Ja, und dann Freitag ist Spielvorbereitung, Samstag leider kein Livestream, da werde ich mir eine Pause gönnen, ich brauche das auch mal für mich. Aber ansonsten werde ich alles Spiele von Borussia im Februar livestreamen bzw. kommentieren und Sonntag dann mein Nachbericht. Und ja, wenn ihr im Discord noch nicht seid, Link ist auch unten drin. Und jetzt wünsche ich euch einen super Feierabend. Könnt gerne noch im Shop vorbeigucken. Macht's gut und ciao. Wir sind Borussia, die Leute in